Bei diesem wunderbaren Wetter sehen natürlich auch die Pferde entsprechend toll aus. Also freuen wir uns doch, dass wir hier diesen sommerlichen Tag genießen dürfen auf Ellenbach beim Easy Hammer. Oh, Lalli hier in der fünften Gangart. Ja, und zieht satt durch bis zum Ende. Dankeschön. Und jetzt können Sie ihn mal ranholen zu sich mit einem Applaus, meine Damen und Herren. Hört ihr das auch richtig? Und jetzt dann Galopp. Hier ist schon vom Saringhof ein Fünfganghengst, der ja immer wieder in Fünfgang und auch Tölz T2 geglänzt hat. Zuletzt, wie ich vorhin schon sagte, auf Eis bei Horses on Ice der Europameisterschaft vor 3 Wochen in den Niederlanden. Dieser Hengst einzusetzen in der Zucht. Super gut. Also, vielen herzlichen Dank, Marc. Meine Damen und Herren, Tierson vom Saringhof. Also, Vater und Sohn hier vereint. Atli von Nordwekamme und Alva State vom Rupiner Hof. Ganz zufrieden auch so, oder? Ja? Sehr gut, dann weiter. An die passt und das tut es hier Annika Landefeld mit Atli. Im Trab. 1A, na genau. Geht's noch, Annika? Ja, ne? Ja, gut. Und den Pass. Gut, na prima. Also, das war schön. Vielen Dank. So, dann verabschieden wir uns von Snopper von Ellenbach und begrüßen auch hier schon das nächste Pferd. Umgestellt zum Galopp. Das Pferd ist bei uns, geritten von Anna Brüggemann, Swirt von Ellenbach. Eine weitere Stute. Sehr schön vorgestellt hier, Embler von Ellenbach von unserer Lea Schneider. Schön, dass du da bist, Lea. Das sieht doch gut aus. Freuen wir uns mal ruhig ein bisschen über die Nordseeküste, von der Nordsee bis zum Nordatlantik. Also hier, Sikkenave Birgesson mit Edda vom Eichenhof aus der Zucht von Familie Nagel in Grothusen-Kog. Also hier kommt nochmal Snyder vom Artenberg. Dann im Galopp, das sieht auch prima aus. Also, Rewe vom Barkhof, meine Damen und Herren. Und hier dann Lena um die Kurve, Lena Zambetti, Roder, Frau Istamo
Gesellschaft, da hinten ist jetzt Navina Herrlich bei uns. Herzlich willkommen. Den Spirit dieses Pferdes ausruhen vom Eldhof. Tolle Stute, 6 Jahre erst alt, hier vorgestellt von Navina Herrlich. Ganz vielversprechend. Kommt auch hier nochmal im Rennpass, die gerade runtergeschossen. Sehr schön. Und hier kommt ja nochmal Ganti vom Bienenwald. Also, ganz wunderbarer Dunkelbraun-Schecke von Carola Nick. Lefeti, und dann kommt dann gleich schon das nächste Pferd in die Bahn. Also Saskia jetzt hier mit Reke schon dem nächsten Pferd ganz erfahren. Aber der Appassionata schon dabei dieses Jahr. Also auch Show erfahren vor reichlich Publikum in großen Arenen. Und hier jetzt auf der Bahn von Ellenbach. Also schaut mal hin, das ist Reke. Saskia zeigt ihn uns hier ganz wunderbar. Ruhiges Pferd, wunderbarer Tölt. Sehr schön. Es ist immer schön, wenn er auf Papier steht, aber noch besser ist es, wenn es in echt auch so gut aussieht, wie hier bei Höckert von Watzlese und Sikki Narvi Birgesson, wie gesagt, Vollbruder zum Landsmutsieger von 2006. Klir von Watzlese, gucken Sie sich das mal an hier. Der jagt aber trotzdem gut kontrolliert mit vollem Spirit hier über die Bahn. Ganz starke Bewegung, viel, viel Aktion, Ausdruck, gute Haltung dabei. Da ist man fährt. Natürlich über seine Website www.sikkinarvi.de. Sondern Sohn von Rodi Framula, der wiederum Sohn von Orri, Frau Duwe ist. Und hier nun Cocktail, Frau Germünderste. Dann auf diesen 5. Gang. Hervorblitzen, da kommt er im Rennpass. Jawohl. Also, gibt natürlich auch den Applaus dazu, während wir schon Maike der Haar begrüßen. Sie reitet Kaylee vom Saringhof. Nächstes Pferd hier beim Easy Hammer. Herzlich willkommen. Und Skjulgarde in der Nähe von Frankfurt in Obermörlen zu Hause. Dort deckt ja auch diesen Sommer Tierson vom Saringhof. Kaylee vom Saringhof mit Maike der Haar. Dann fragen Sie einfach mal nach beim Eldhof. Piatla vom Eldhof hier vorne mit Julia Hillert Friedrich vorgestellt. Eine wunderbare Stute für Sport und Zucht. Beide Stuten vom Eldhof hier in der Bahn. Wenn Sie also Interesse haben, dann sprechen Sie doch bitte einfach mit einer der Reiterinnen, Navina Herrlich oder Julia Hillert Friedrich. Beide können Ihnen im Anschluss die passenden Infos geben zu diesen wunderbaren Stuten. Da ist hier vorne Höchstchen vom Eldhof, ganz locker und leicht. Und dahinter Piatla. Dankeschön. Freuen wir uns auch auf diese Stute, Kuka vom Wendtal, vorgestellt von Sikki Narvi, eine Stute hier auf dem Gestüt Ellenbach zu Hause. Und dahinter dann Bianca Müller. Also, nächste Reiterin jetzt hier vom Gestüt Milasold in der Nähe von Kassel in Espenau zu Hause. Und jetzt hier im Rennpass. Also, Julia und Matita vom Wölfesbrunnen. Sehr gutes, stets zuverlässiges Pferd für Sport, für Freizeit, für Zucht, wie Sie Interesse haben. Und dann hier der Gegenverkehr Ome vom Pfaffenburg mit Anna Brüggemann. Und ich kann sie ruhig noch mal ein bisschen hier zeigen. Das ist ja prima für eine Fünfgängerin. Auch auf jeden Fall mit gutem Sprung, gut bergauf hier. Dieser Gang gezeigt, das macht doch Spaß. Also gucken wir uns das gerne an. Dank. Das ist NASA vom Friedrichshof.